Phoenix vor Ort. Guten Morgen. Es kommt wieder Bewegung ins politische Berlin, spätestens in einer Viertelstunde. Dann gibt es die Sommerpressekonferenz von Bundeskanzler Olaf Scholz, natürlich live hier bei uns. Jetzt hat der Kollege von Falloir gesagt, da war schon das eine oder andere Substanzielle drin. Das war hohe Politik. Wir waren uns, glaube ich, so ein bisschen einig. Das hat auch seine Längen gehabt. Das ist hin und wieder vor sich hin meandert. Formulieren Sie doch gerne noch mal Ihren Eindruck der Pressekonferenz. Ich glaube, es ist genauso, wie Sie sagen. Das schließt ja gar nicht aus, dass diese Substanz ja durchaus da war. Ja, seit mehr als 700 Jahren, das habe ich eben schnell nachgelesen noch, gibt es das Volksfest Gilamoos in Bayern. Und so lange wird da gefeiert. Wie lange da auch politisch gestritten wird, das habe ich auf die Schnelle nicht gefunden. Ich kann Ihnen aber sagen und versprechen, das ist auch schon eine ganze Zeit der Fall und hat gute Tradition. Ab heute sollen die sogenannten Montagsdemos wiederbelebt werden durch die Linke in Leipzig. Was halten Sie denn davon, gerade vor dem Hintergrund, dass es ja doch in dem einen oder anderen Teil in der Bevölkerung schon rumort? Bringt das vielleicht eine Schärfe rein, die es gerade nicht braucht in der Situation? Ja, also ehrlich gesagt habe ich da Sorge vor dieser Art von Demonstration. Das greift alles nicht weit genug und das macht schon ein Stück weit ratlos. Weil Sie sagen, das greift nicht weit genug. Jetzt nehmen wir einfach den Fall an, die AfD wäre in Regierungsverantwortung. Der Kanzler hieße Chrupalla. Was würde der denn anders machen? Ja, wir müssen ja erstmal beleuchten, was sind eigentlich die Ursachen? Ich habe mir jemand ins Studio geholt, der sich viel, viel besser als ich noch mit diesem Thema auskennt. Das ist Professor Markus Rudolph. 10 Milliarden ist ein Betrag, wahrscheinlich mit Augenmaß kein besonders hoher Betrag. Vielen Dank für den Moment, Herr Professor Rudolph. Das war eine Punktlandung. Christian Lindner ist da und wir hören in sein Statement. Die Menschen sind angesichts der Inflation besorgt. Lisa Gnadl, die wollte auch Vorsitzende werden und ist 25 Jahre jünger als Günther Rudolph. Wie hätte sich denn die SPD unter ihr entwickeln oder vielleicht auch sogar ein bisschen verändern können? Obwohl Günther Rudolph 25 Jahre älter ist, das dürfen wir nicht vergessen, gehört er ja nicht zum alten Eisen in der Politik. Er ist jemand, der im Parlament immer noch sehr frisch auftritt, sehr streitlustig ist. Alles andere als ein Politiker von gestern, so nehme ich das jedenfalls wahr. Lisa Gnadl auf der anderen Seite, die steht für eine vielleicht linkere Politik, weil sie jünger ist, auch für einen kooperativeren Politikstil. Jetzt gibt es so viele Lager, so viele verschiedene Interessen in dieser Partei. Ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich wollte das nicht alles zusammenbringen müssen. Das kommt mir unheimlich schwierig vor. Wie kann das trotzdem gelingen aus Ihrer Sicht? Aydoğan Makasçı ist für uns am Ufer des Rheins auf der Seite von Bingen und hat sich schon präpariert. Aydo, ist denn schon alles angerichtet für dieses tolle Spektakel? Siehst so entspannt aus. Es ist alles angerichtet, Christine. Der Rhein brennt aber noch nicht. Das wird noch ein bisschen dauern. Die Sonne scheint noch, deswegen muss ich auch gerade hier noch mit Sonnenbrille stehen. Zwei, die hier auf dem Schiff sind, sind einmal Vivian Thielen und Kim Färber. Vivian Thielen aus Darmstadt, Kim Färber aus Funkstadt. Frau Thielen, auf was freuen Sie sich am meisten heute? Also ich freue mich natürlich am meisten aufs Feuerwerk und auf eine schöne Zeit mit meinen Kollegen, weil wir sind mit der Arbeit hier. Und darauf freue ich mich eigentlich am meisten. Mit Blick auf die jüngsten Wahlergebnisse, ich muss es so frech fragen, wie sehr geht Ihnen der Allerwerteste auf Grundeis vor der anstehenden Wahl? Gar nicht. Wir werden trotzdem den Einzug schaffen. Sie haben eben gesagt in Ihrer Rede in der Generaldebatte, wenn ein Genosse, eine Genossin vielleicht was gesagt hat, was gemacht hat, was einem nicht so gut gefallen hat, dann vielleicht mal das lieber nicht sagen und die Fresse halten. So drastisch haben Sie das ausformuliert. Wie wichtig war das Ihnen, genau das so auch zu sagen heute? Also ich glaube, der Dissens wirkt in der Öffentlichkeit größer, als er tatsächlich ist. Ein streitbarer Haufen. Wir streiten auch weiter, beziehungsweise die Delegierten auf dem Parteitag. Und Katharina Kühn verfolgt das weiter für Sie.